Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Vielleicht sollte ich diesen Hintergrund nicht wählen. Nehmen wir diesen Hintergrund. Ja, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Schon der dritte Tag, in dem ich durchvlogge. Also irgendwie fühle ich mich so ein bisschen Daily-Vlog-artig. Aber ich werde die Videos auf jeden Fall nicht so schnell hochladen. Also alle hintereinander. Genau, ich bin gerade in der Küche, wie ihr seht. Wir haben es auch schon gleich 13 Uhr. Und ich bin jetzt am Kochen, meine Eltern sind arbeiten. Ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach so ein bisschen mit, weil viel ansteht. Ich muss gleich mit meinem Auto noch weg. Ich muss einkaufen. Frettchenfutter brauche ich nämlich. Ich muss zur Post, weil ich viel Post habe, die ich wegbringen muss. Und mein Auto braucht neue Luft, weil vorne rechts ist mein Reifen platt. Ich kann damit noch zur nächsten Tankstelle fahren, aber ich wollte es unbedingt mal gemacht haben. Ich weiß nicht warum, aber der Reifen ist platt. Ich bin, glaube ich, in irgendwas reingefahren. Ich hoffe jetzt, dass der eine Sommerreifen jetzt noch durchhält. Nächste Woche kriege ich endlich meine Winterreifen. Und ja, da hoffen wir mal, dass der noch durchhält so lange. Ich habe jetzt schon Kartoffeln geschnitten. Es gibt nämlich heute Kohlsuppe. Die habe ich vor ein paar Tagen schon mal gemacht, aber wir haben jetzt hier noch einen halben Kohl liegen. Und deswegen haben meine Eltern gesagt, okay, machen wir nochmal Kohlsuppe, damit der nicht verdirbt. Und das schmeckt ja auch total lecker. Also ich habe es letztes Mal das erste Mal selber gemacht und es war echt richtig gut. Genau, deswegen habe ich da jetzt schon Zwiebeln halbiert und habe auch schon die Geschirrspülmaschine fast ausgeräumt. Das mache ich gleich noch zu Ende. Und habe schon Kartoffeln geschält und jetzt muss ich noch kurz Hack anbraten. Wir machen das diesmal nämlich mit Hack. Letztes Mal hatten wir so Würstchen da drinne. Und diesmal machen wir das mit Hack, hat sich mein Vater gewünscht. Deswegen brate ich jetzt gleich das Hack an. Und die Kartoffeln muss ich noch klein schneiden. Die Gemüsebrühe habe ich schon fertig gemacht. Hier haben wir nämlich einen ganz, ganz großen Topf. Da schon... Alles klar. Da ist schon Öl drin. Dann habe ich hier die Kartoffeln geschält. Und die muss ich gleich noch schön teilen, halbieren. Hier haben wir die Gemüsebrühe. Hier habe ich schon angefangen, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Und hier haben wir schon die Zwiebeln. Und das mache ich jetzt. Also ich kann euch ja mal kurz erzählen, wie ich das mache. Ich brate jetzt Hack mit Zwiebeln an. Dann kommen die Kartoffeln rein. Die werden kurz angebraten. Dann kommt der Kohl rein. Der ist bei uns das hier. Das ist der Kohl. Und dann wird das Ganze kurz angebraten. Und dann kommt die Gemüsebrühe dazu und dann muss es eine Stunde lang kochen. Und dann ist es auch schon fertig. Genau, Hack mache ich einfach so rein, dass man halt so kleine Stückchen hat. Da mache ich jetzt keine extra Bällchen. Ich glaube, die gehen sowieso in diesem Topf immer kaputt. Während ich koche, habe ich immer so schon so ein kleines Ritual. Und zwar gehe ich da immer live auf Instagram. Und das mache ich jetzt. Deswegen habe ich mein Handy schon gerade geladen und gehe jetzt gleich live auf Instagram. Und ja, dann zeige ich euch einfach, wenn das Essen fertig ist. Und ja, ich versuche jetzt mal die Zwiebeln zu schneiden, ohne zu heulen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also auch auf jeden Fall etwas, was in der Schwangerschaft auffällt, dass ich da extrem Probleme mit habe. Vorher war ich wirklich die, die immer Zwiebeln schneiden konnte. Aber in der Schwangerschaft geht es gar nicht. Da fange ich immer an zu heulen. So, Zwiebeln sind geschnitten. Jetzt kommt der Hack da rein, ohne Papier am besten. So, das wird einmal angebraten. Gewürzt habe ich schon so ein bisschen, aber das meiste tut ja nachher die Gemüsebrühe. Und da bekommt man direkt Hunger, wenn man das sieht. So sieht das jetzt aus. Ich finde, der Kohlanteil ist jetzt sehr gut. Ich habe noch ein Stückchen abgeschnitten, wie ihr seht. Und genau, das lasse ich jetzt noch 2 Minuten anbraten. Das ist ein bisschen höher hier. Da kommt Gemüsebrühe dazu. Aber jetzt gehen wir erstmal live auf Instagram. So, die Suppe ist fertig. Und ich werde jetzt erstmal essen. So, meine Lieben. Total schlechte Quali, aber kein Problem. Ich bin jetzt im Auto. Wir haben 17 Uhr. Ich habe gerade noch ein bisschen was zu Hause gemacht, beziehungsweise auf die Post gewartet, die heute gar nicht kam. Und bin jetzt unterwegs. Habe auch das Frettchenfutter gestrichen. Das mache ich morgen, weil der Laden hat auch noch bis 18 Uhr auf und das schaffe ich alles nicht insgesamt. Jetzt stehe ich an der Tanke.
Oh. Und muss, wie gesagt, den Reifendruck einmal prüfen. Das mache ich jetzt kurz. Und danach tanke ich eventuell nochmal, weil es ist gerade relativ günstig. Wir kennen ja die Preise. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er morgen noch weiter runter geht. Deswegen, ja, ich fahre ja nicht so oft mit dem Auto. Das heißt, eigentlich können wir da noch ein bisschen warten. Aber jetzt machen wir erstmal die Luft. Damit wir nicht gleich auf Felge fahren oder so. So, mein Lieben, ich bin jetzt fertig bei der Post, war gerade auch bei der Bank. Mein Online-Banking funktioniert irgendwie überhaupt nicht, meine App, und deswegen musste ich jetzt einen Kontoauszug holen. Jetzt bin ich bei Lidl, weil die hatten oder die haben seit Montag Babykleidung mal wieder, und da wollte ich gerne die Strickjacke haben. Jetzt ist mir das vorhin aber erst eingefallen. Ich habe das extra am Montag oder am letzten Sonntag auf Instagram gepostet und habe es selber voll vergessen. Jetzt gehen wir mal gucken, ob die noch was haben. Und danach flitze ich ganz schnell zu Rossmann, zu Rewe, und dann geht's ab wieder heim. So, fertig. Ich habe mir jetzt noch was bei Gau mit Schmaus geholt. Kennen bestimmt einige von euch. Das kleine Abendbrot. So, ein kleinen Mini-Food-Haul. Einmal gab es Eis, Bananen-Nektar, Sauerkirsch-Nektar, dreimal Pfeffersalami, weil sie im Angebot war, ein Milchreis, ein Monte, drei Maxi-King, 2 Liter Cola, nehmt 2 Soft-Sauer, 3 Joghurt für meine Eltern, Käse für meinen Papa, Joghurt für meine Eltern, mein Frühstück, eine Müllermilch, 2 Knoblauchbrötchen und ein Mandelhörnchen. Das hier ist fürs Auto, Dextro Energy und Mentos. Und die Pommes nehmen wir jetzt auch mit nach vorne. Einen kleinen Mini-Haul. So, mein Lieben, ich bin wieder zu Hause und ich wollte noch kurz etwas zum Einkauf sagen, weil ich ganz genau weiß, dass die Hater jetzt genau Kommentare schreiben. Und ich wollte einmal kurz sagen, dass es kein normaler Einkauf war, also kein Wocheneinkauf oder Standardeinkauf oder so, sondern immer wenn ich in der Nähe der Einkaufsläden bin, hört sich jetzt voll krass an, gehe ich immer einkaufen und kaufe das, was ich für richtig halte oder worauf ich gerade Lust habe. Meistens habe ich dann auch Hunger, das heißt, ich kaufe auch relativ viel unnötiges Zeug, aber ja, ich kaufe dann Sachen, die ja so kleine Bonusse sind und nicht irgendwie was damit zu tun haben, wie wir uns ernähren oder wie ich mich vor allem ernähre. Die Salami war jetzt im Angebot, die essen wir total gerne und die kaufen wir immer. Deswegen habe ich da jetzt welche mitgenommen. Joghurts brauchten wir unbedingt, damit mache ich meinem Vater immer gerne eine Freude, der isst sehr gerne Joghurts, aber wir haben keine mehr im Kühlschrank und da dachte ich mir, ich bringe ihm einfach ein paar mit. Und auch die waren im Angebot. Dann habe ich den Käse mitgenommen, da wollte ich auch meinem Vater eine Freude machen. Ich esse nämlich überhaupt gar keinen Käse. Die Cola ist für Felix und mich. Ich trinke auch Cola, ja, ganz böse in der Schwangerschaft, aber was ich darf, das mache ich auch. Und ja, Eis, da hatte ich einfach Lust drauf, weil ich gestern im Restaurant auch so viel Eis gegessen habe. Ich glaube, ich hätte Häuser damit bauen können. Ja, also es ist einfach so ein Einkauf, der jetzt einfach unnötig war. Kann man so sagen, aber ich einfach auf die Sachen Lust hatte. Auch was mein Frühstück angeht, da freue ich mich jetzt total drauf, dass ich mir morgen kein Brot schmieren muss, sondern mir schon was mitgenommen habe. Und dann stehe ich so auf süßes Gebäck, das ist wirklich krass. Und deswegen freue ich mich schon morgen auf mein Mandelhörnchen. Aber jetzt esse ich erstmal meine Pommes,
setze mich vor den Fernseher und warte, bis meine Eltern kommen, weil ich habe meinen Vater gerade angerufen und die sind wohl immer noch unterwegs. Ja. Und ich habe nämlich gerade schon ein bisschen was weggeräumt. Ein Eis gibt es gleich auch noch. Ja, der Einkauf ist noch im Auto. Ich habe nur das Eis mitgenommen, weil das ja sonst schmilzt. Aber das andere hole ich nachher, weil ich hatte jetzt keine Tasche im Auto. Und ja, gehe ich einfach rein nochmal ins Auto. Absolut kein Problem. Und dann zeige ich euch auch noch die Sachen, die ich bei Lidl gekauft habe, weil ich habe echt noch was gefunden. Also es war schon sehr abgerast. Also waren auch, glaube ich, nur noch drei, vier Jacken. Also drei, vier Mädchenjacken, drei, vier Jungsjacken und paar Anzüge und so. Also das war echt schon abgegrast. Das war echt krass. Aber ich habe noch zwei Jacken gefunden, die zeige ich euch nachher noch. Und dann habe ich für mich auch noch was gekauft. Und Clementine habe ich noch gekauft, aber das zeige ich euch nachher noch. Ich habe noch mehr gekauft. Aber auch das war so ein Einkauf. Ich gehe rein, nehme das mit, was ich will und gehe wieder raus. So, mein Lieben, ich wollte jetzt noch kurz zeigen, was ich bei Lidl mitgenommen habe. Ich will nämlich jetzt gleich schlafen gehen. Einmal habe ich so eine Strickjacke mitgenommen, so einen Cardigan. Der gefällt mir jetzt auf dem Bild nicht so gut, aber der war ausgepackt schon einmal da und da gefiel er mir total gut. Und der war runtergesetzt auf 8 Euro. Den habe ich mir jetzt mitgenommen, weil ich das im Moment total gerne anziehe. In S, eigentlich trage ich XS, aber ich finde bei Cardigan ist es immer ganz cool, glaube ich. Wenn die ein bisschen größer sind. Dann habe ich ja mitgenommen, wie gesagt, zwei Jacken. Das ist einmal diese hier. Die werdet ihr auch nochmal ganz ausführlich im nächsten Haul sehen, aber einmal kurz. Das ist so eine Jacke, die geht so an der Seite auf, hat so eine kleine Tasche. Und mir hat das grau meliert einfach total gut gefallen. Und dann diesen Kuschelstoff hier drinnen. Die haben jeweils auch 8 Euro gekostet. Ich habe nämlich noch eine mitgenommen. Das ist die rosane hier. Die hat mir auch total gut gefallen. Und auch die hat so einen Plüschstoff hier drinnen. Auch richtig, richtig süß. So, meine Lieben, wir haben schon nächsten Morgen. Und ich würde mich jetzt gerne ans Schneiden machen. Das heißt, ich würde den Vlog hier beenden an dieser Stelle. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!